Jubilate, Jubelsonntag. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu unserer Online-Andacht. Ich habe Lust auf Jubeln, trotz allem. Ich habe Lust zu hoffen, trotz allem. Ich freue mich. Ich freue mich über die wunderschöne Schöpfung, über den Frühling. Und ich freue mich über die wachsende Hoffnung, dass wir uns bald wieder sehen. Und so feiern wir diesen Gottesdienst jubelnd im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus Psalm 66. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen, Selah. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns seiner freuen. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben, Selah. Lobet ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Beten wir, du Gott des Lebens, am Morgen weckt uns der Jubel der Vögel. Deine Schöpfung hat ein neues Kleid angelegt und die Blumen spiegeln die Buntheit deiner Gnade. Wir stimmen ein in das Lob deiner Treue, trotz aller Risse in der Schönheit der Welt. Wir verlassen uns auf dein Versprechen, nicht preiszugeben, was du geschaffen hast, sondern Himmel und Erde zu erneuern durch deine Lebensmacht. Gott, halte dein Wort und breite unter uns eine Hoffnung aus, die alle Müdigkeit und Verzweiflung vertreibt und die uns wach macht zum beherzten Handeln nach deinem Willen. Amen. Thank you.
Die heutige Lesung steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Paulus landet in Athen, allein, weil er in Thessaloniki die biblische Botschaft zu den Heiden tragen wollte. Und das geht gar nicht. Das ist ein No-Go. Doch Paulus konnte nicht anders. Es war ihm wichtig, sein Lebensinhalt. Sein Herz hat für die Osterbotschaft gebrannt. Er wollte sie weiterbringen. Und so flieht er nach Beroa.
und fängt an, dort in der Synagoge zu predigen. Doch auch da kann er nicht bleiben. Die Menschen aus Thessaloniki lassen ihn nicht in Ruhe. Er muss allein ohne seine Begleiter Silas und Timotheus weiter. Und so landet er eben in Athen. Paulus und Athen? Das geht gar nicht. Er ist erschrocken. So viele Gottesbilder gibt es hier. Er wird vom Zorn gepackt. Doch er kann nicht anders. Er muss und will die christliche Botschaft weiterbringen. Er will sie mit anderen teilen. Und so redet er zu den Menschen und mit den Menschen in der Synagoge auf dem Marktplatz. Und er wird von ihnen auf den Areopag eingeladen. Keine leichte Aufgabe. Erzählen, was an seinem Gott so besonders ist. Was ist so besonders an unserem Gott? Und wie und wo kann ich ihn erleben? Gestern habe ich im Garten die ersten Flieder gerochen. Das Gras wächst so prächtig. Die Kirschbäume leuchten und blühen ganz weiß. Diese kleine Wildnis hinter der Kirche strahlt in allen Farben, liebe Gemeinde. Ganz bunt und etwas durcheinander, genauso wie wir. Der Garten ist ein wunderschönes Bild, das die Simmeringer Pfarrgemeinde spiegelt. Da spüre ich Gottes Nähe körperlich. Ich kann sie in seiner Schöpfung mit meinen eigenen Augen sehen. Und wenn ich tief einatme, kann ich sie auch riechen. Das frische Gras und die blühenden Kirschbäume und die Flieder. Herrlich! Ich kann mir vorstellen, dass Paulus auch ähnliche Gotteserfahrungen gemacht hat wie wir. Er hat Gottes Nähe in der Schöpfung erlebt, mitten in der Natur. Wenn ich bei einer Wanderung zuschaue und zuhören kann, wie das Wasser in einem Bach mitten in den Bergen über die Steine fließt, dann ist mir Gott ganz nahe. Wenn ich das frische Wasser an einem heißen Sommertag direkt aus der Quelle trinken kann, dann spüre ich die Gegenwart Gottes. Dieses Wasser schmeckt nach Leben. Es gibt mir Kraft. Es schmeckt nach Gott. Areopag. Das ist doch der Berg, der nach dem Kriegsgott Ares benannt wurde. Ares, ein bedrohlicher und starke Gott. Was für ein Kontrast zu dem Gott, von dem Paulus erzählt. Zu dem menschgewordenen Gott, der klein, schwach und zerbrechlich in diese Welt kommt. Zu dem menschgewordenen Gott, der nicht durch ein Schwert, sondern durch seine Worte handelt. Der auf der Seite der Schwachen, Kranken und Ausgegrenzten bleibt. Die wahre Chance, liebe Gemeinde, die liegt nicht in der Kriegsmacht, sondern in der Ohnmacht. In der Ohnmacht, aus der was Neues entstehen kann und soll. Und dann kommt das Wichtigste, die Kernbotschaft. Paulus redet über die Auferstehung. Einige Menschen lassen sich von seiner Botschaft anstecken. In Athen bildet sich eine neue Gemeinde. Lassen wir uns von der Botschaft Paulus anstecken? Irgendwie ist mir der Text doch zu wenig konkret, zu wenig greifbar. Es wird oft von der Osterfreude und von der Auferstehung geredet. Als ich ein kleines Kind war, hatte ich oft das Gefühl, dass ich es gar nicht verstehe. Aber ich habe mich nie getraut, es laut zu sagen. Ja,
Das kann ich gut verstehen. Auferstehung ist eine Erfahrung. Eine Erfahrung der Hoffnung auf einen Gott des Lebens, die stärker ist als die Erfahrung des Scheiterns, des Unrechts und des Todes. Kleine Freuden sind die Auferstehungserfahrungen mitten im Alltag. Zum Beispiel, wenn ein Kind auf die Welt kommt. So wie letzten Samstag. Wir gratulieren den Eltern. Willkommen, kleiner Erdenbürger. Oder wenn eine mutige junge Frau nach vielen Jahren Warten endlich Asyl bekommt. So schaut Auferstehung aus. Wenn sich die Tränen der Freude mit der schwarzen Wimperntusche vermischen und hinter ihnen der strahlende Blick zum Ausdruck kommt. Die leuchtenden Augen, die erleichtert in die Zukunft schauen. Die kleinen Hoffnungen, die kleinen Auferstehungserfahrungen mitten im mühsamen Alltag sind der Vorgeschmack auf die große Hoffnung. Diese kleinen Erfahrungen lindern unseren Schmerz und machen unsere Alltagssorgen erträglicher. Sie öffnen unsere Augen für Kostbarkeiten des Lebens, trotz Leiden und Gewalt, trotz aller Zerbrechlichkeit. Ja, es sind die konkreten, fragilen Erfahrungen von Auferstehung mitten im Alltag, die uns durch diese Corona-Krise tragen. Jetzt kann ich Paulus gut verstehen. Ich kann verstehen, dass er nicht anders kann. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir sehen. Er gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Er gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir feststehen. Er will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Amen. Amen. Seit mehr als einem Jahr leben wir anders, als wir es gewohnt waren. Wir kämpfen oft mit uns selbst, sind unzufrieden und ungeduldig. Es geht uns der Atem aus. Gib uns Gelassenheit, Geduld und Zufriedenheit. Denn du gibst uns Atmen, damit wir leben. Besonders Kinder leiden unter den sozialen Einschränkungen, verlieren ihre Kontakte, oft auch den Anschluss in der Schule. Gib uns Kraft und Stärke, dass wir sie gut begleiten können. Denn du gibst uns Augen, damit wir sehen. Viele Menschen haben Angst vor Jobverlust, Angst um ihre Existenz, sehen keine Perspektiven mehr und werden aufgrund ihrer Situation krank. Gib uns Wachsamkeit für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen. Denn du gibst uns Ohren, damit wir hören und verstehen. Bei allen Herausforderungen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, dürfen wir Menschen, die an der Armutsgrenze leben und Obdachlose, nicht vergessen. Gib uns Offenheit, um die Probleme unserer Mitmenschen zu erkennen. Denn du gibst uns Hände, damit wir handeln. Miteinander verbunden durch deine Worte beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Stellen wir uns gemeinsam unter den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr richte sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.